Hallo zusammen! In diesem kurzen Video werde ich euch die sogenannte Lorentzkraft erklären. Erstmal werde ich definieren, was die Lorentzkraft ist, dann werde ich sagen, in welche Richtung die Lorentzkraft wirkt und abschließend, wie man sie berechnet. Bei der Lorentzkraft handelt es sich um die Kraft, die auf Elektronen wirkt, die sich senkrecht zu einem Magnetfeld bewegen, auch B-Feld genannt. Nicht nur auf Elektronen, sondern auf alle Ladungen, also auf Ionen und Elektronen. Um nun zu gucken, welche Richtung sich das Elektron bewegt, nehmen wir für positive Ladungen die rechte Hand, für negative Ladungen die linke Hand. Hier unten habe ich einmal ein Beispiel aufgemalt. Und zwar seht ihr hier ein Magnetfeld, das in den Tisch hineingeht und ein sogenanntes Ion, also ein positiv geladenes Ladungsteilchen. Dazu brauchen wir also die rechte Hand. Diese hier. Nun bewegen wir den Daumen in die Richtung, in die das Elektron sich bewegt. Ion. Also so. Mit diesem Zeigefinger zeigen wir in die Richtung, in die das Magnetfeld sich bewegt, also nach unten. Und unser Mittelfinger zeigt nun zu mir hin, also nach unten hin. Das heißt, dass die Elektronen nach unten hin abgelenkt werden. Und berechnet wird die Lorentzkraft mit der Formel E mal B mal V. Und wenn man sie umstellen möchte, ergibt sich I mal B mal S. Wobei E für die Elektronenladung steht, B für die Magnetfeldstärke und V für die Geschwindigkeit der Elektronen bzw. Ionen. S steht für die Strecke und das I steht für die Stromstärke.